Hi, hier ist Marc von Fahrtechnik TV und Liquid Life. Das Thema heute: Skatepark, Foampit, Indoor Bikehalle. Und zwar war ich in der Wicked Woods Halle in Wuppertal und natürlich braucht man dazu ein passendes Spielzeug. Also man kann auch mit einem normalen Mountainbike, vor allem wenn man halt viel in Foampit springen will, kann man sein normales Bikeparkfahrrad oder Bike nehmen. Enduro geht auch fürs Foampit. Und wenn man natürlich ein bisschen mehr auf die Rampen fahren will, dann eignet sich ein Dirt- und Streetbike sehr gut. Hier haben wir eins von NS Bikes mit Single Speed. Da kann man halt auch mehr Tricks machen, das ist halt wendiger. Und ja, mein Tipp ist auf jeden Fall, probiert es mal aus, fahrt mal in ein Foampit. Da kann man natürlich super spaßig auch mal neue Tricks probieren. Und die Wicked Wood Halle in Wuppertal ist dafür geeignet, das Radquartier in Bayern. Und die Wood 15 Halle bei Aachen, das ist aber schon in Holland, ist auch geeignet. Also da müsst ihr einfach mal schauen, wo ihr in der Gegend was Passendes habt. Und es lohnt sich auf jeden Fall einen Tagesausflug mal dahin zu machen. Regenwetter in Wuppertal. Wir sind heute in der Indoor Skate Halle. Und ich habe hier zwei Kollegen dabei. Ihr kennt ja den Björn. Und den Felix jetzt auch. Und die beiden erklären uns jetzt mal was über die Fahrräder. Björn, erzähl mal was über dein NS-Bike. Ja, das habe ich mir selber aufgebaut, den Rahmen bestellt und die Teile, die ich noch brauchte und nicht übrig hatte, habe ich natürlich noch dazu bestellt. Ich habe jetzt hier einen Forecross-Rahmen, habe deswegen auch eine Schaltung dran, weil ich ein bisschen Forecross fahren möchte und Street fahre und bei uns doch sehr bergig ist und da komme ich damit ein bisschen besser klar. U-Turn-Gabel, dass ich auch mal im Gelände ein bisschen mehr Federweg habe. Felix, erzähl mal, was macht dein Rad aus? Ja, ich fahre ein klassisches Dirtbike. Ist eigentlich ein ganz einfacher Rahmen, schon ein bisschen was abgenutzt. Wichtig ist, die Gabel ist sehr, sehr hart. Und ja, klassischer Single Speed, das heißt, ja, die Kette läuft durch, ich habe keine Schaltung, ich habe einen festen Gang und muss damit einfach auskommen. Und noch ganz einfach, habe ich einfach nur an dem Rad eine Bremse, auch noch eine mechanische Hinterradbremse. Die kann jetzt nicht so viel, aber sie bremst und das ist eigentlich schon alles, was man beim Dirtbike braucht insgesamt. Also liebe Leute, wir sind hier in der Wicked Woods Halle in Wuppertal. Das ist halt hier in Westdeutschland einer der wenigen Hallen mit einem Foampit. Also für mich zum Beispiel, ich kann nicht so viel im Skatepark fahren, ein bisschen manual, fakey, aber ich wollte unbedingt mal ein Foampit fahren. Wir können jetzt drinnen keine Aufnahmen machen, weil es super laute Musik ist und so und viele Leute, man will auch nicht überfahren werden. Macht aber Spaß. Man muss nicht mehr ins Fitnessstudio. Weil es super anstrengend ist hier rauszukommen. Mit Fahrrad. Ja, man muss ja auch kein 20 Kilo Fahrrad mitnehmen, wenn man so doof ist wie ich. Es macht mega Spaß, in Foampit zu springen. Das kann man wirklich jedem empfehlen, der auch sonst gern mal kleine Rampen springen, Kicker springt im Bikepark oder auf Hometrails. Und wenn ihr ins Foampit springt, also das ist halt ein großer Kasten, da ist eine Rampe vor, da sind Schaumstoffwürfel drin, richtig große und man kann da wirklich super weich reinlanden. Dann sollte man anfangen, erstmal normal reinzuspringen. Man sollte wirklich das Rad festhalten, als wenn man normal landen würde. Man kann sich wehtun, wenn man das Rad irgendwie wegwirft und man landet doof auf dem, selber auf dem Rad mit einem Bein oder wenn man manchen Backflip üben oder so oder Tricks, dass dann das Rad nachher auf den landet, wenn sie es nicht festgehalten haben. So, ich habe so gemacht, ich bin draufgesprungen, in die Würfel erstmal ein bisschen rantasten und dann fängt man an mit kleinen Tricks. One-Hander, manche machen auch No-Hander, da muss man entweder den Sattel klemmen für oder ein bisschen den Vorbau vorne ein bisschen klemmen, dann die Hände weg und 360er und man kann es alles ziemlich safe üben, man tut sich da nicht groß weh. Protektoren sind natürlich angebracht, wer jetzt den Backflip übt, der muss da auf jeden Fall systematisch vorgehen, sich da auch rantasten. Da gibt es auch sehr schöne Tutorial-Videos, zum Beispiel von Fabio Schäfer, wo man sich das auch mal genau angucken kann. Und auch wenn man da kopfüber landet, tut man sich da nicht weh. Man muss, das Schwierigste ist immer nur wieder aus den Würfeln rauszukommen. Und deswegen, ja, übt dabei, sucht euch mal ein Foampit raus und macht da Tricks, die ihr vielleicht sonst nie machen würdet. Oder bereitet euch auf kleine Tricks vor, die ihr machen wollt, auch mit richtiger Landung, dass ihr auf jeden Fall da eine Routine und Sicherheit bekommt. Hallo, ich bin Tia Kartleif und ich übe derzeit 1:60 ins Foampit in Wicked Woods hier in Wuppertal.
Ja! Yeah. Servus, ich bin Sebastian Sebo und ich mache einen Truck-Driver. Yes! Ja, am Anfang hatte ich schon so ein bisschen Herzklopfen und habe mich auch nicht getraut, irgendwas zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch Kopfsache. Ein bisschen Mut finden und den dann auch wirklich mitnehmen. Ein bisschen Schwung, dann geht das ganz gut. Und der Schwung ist doch wichtig, hat man gemerkt. Wenn man zu langsam ist, passieren die Rotationen nicht so.